So, nun geht es weiter mit dem Part Nummer 52. Zack, da bin ich in der Welt. Und ich habe das mit dem Kürbishaus jetzt. Und ich möchte am besten jetzt irgendwie noch ein anderes Haus bauen, und aus dem Holz. Aus anderem Holz vielleicht nochmal hinmachen. Oder auch Glas noch packen, das werde ich später machen. Und den Boden hier auch nochmal aus einem anderen Material machen. Hier soll auch Glas hin. Hatte ich ja beim Halloween-Special hier das Haus hin gemacht. Aber irgendwie will ich den Lavasee auch weghaben. Meine ich rein. Und da wollte ich mir mit dem Glas holen. Wo ist denn Glas? Glas, Glas. Und ich brauche noch eine Schaufel. Eine Schaufel, damit ich da unten das Birkenholz reinsetzen kann. Ist ja im Moment ja noch Vormittag, also Sonne ist ja gerade eben erst aufgegangen, als ich den 51. Part beendet habe. Nun sollte ich jetzt hier noch den Boden ersetzen. Der sieht auch sehr schön aus. Und das Glas kommt dann noch rein. Wahrscheinlich ein bisschen mehr holen. Na, da kommt wieder ein Erdstück rein. Oder sollte ich mal eine Schienenstrecke Richtung nächster Wüste bauen? Dazu muss ich natürlich in die Mine gehen und dann natürlich nach Eisen und Gold suchen. Da sieht der Boden hier schon mal deutlich schöner aus mit jetzt hier Birkenholz. Das ist wieder so eine CPU-Meldung, Open Broadcaster Software. Also ich weiß auch nicht, was in den letzten Tagen passiert, dass auf einmal plötzlich diese vielen Dislikes, oder diese vielen Dislikes gesehen haben, was mit den I won't anymore copyright bedeuten. Ich möchte einfach keine Urheberrechte mehr haben. Und zwar, sobald man es online stellt, kann man es theoretisch ja immer kopieren, einfügen. Und sonst, wenn die Urheberrechte geändert werden, kann man ja auch machen, dass der Urheber dann automatisch das Geld bekommt, wenn die Seite automatisch so monetarisiert, dass dann der Urheber Geld bekommt. Und das soll dann genauso bei Musiktiteln sein. Zum Beispiel bei Helene Fischer Atemlos, sag ich mal. Dieses Lied, dass man auf seinen Kanal mit hochlädt, so soll man dann keine Abmahnung bekommen, sondern einfach nur, dass es monetarisiert wird und die Helene Fischer das Geld dafür bekommt, durch die Videoaufrufe. Da würde man ja theoretisch ja eigentlich normalerweise die Rechte verletzen, aber da würde man ein Auge zudrücken. Jetzt erstmal hier diese Blöcke freigraben, dass hier auch schön genug Glas reinkommt. Und natürlich noch ein bisschen mehr Glas brennen. Muss erstmal noch irgendwo nach Sand suchen gehen. Muss man mal das Sand gucken, ob ich vielleicht in einer Truhe noch verstaut habe. Nein, das ist kein Sand. Da ist auch Sand, 41 Stück. Zack, rein damit. Da ist Sand rein. Die 63 Eichenholz packen wir hier wieder rein. Und ernte auch mal die Bäume ab. Dieses wieder Baum abernten, das ist wie so eine Art Großprojekt. Da wo ich ein späteres Großprojekt herbauen möchte. Und zwar sieht man hier auch schon die ganzen Bäume, dann wird hier aus dem Haus richtig große Häuser bauen kann daraus. Dschungelbäume. Hoffe mal, dass sie jetzt wieder Setzlinge fallen lassen. Nicht so wie einmal mal, dass ich mal keine Dschungelsetzlinge mehr hatte. Die
Der Baum ist ganz schön hoch geworden. Soll ich wahrscheinlich zwei Blöcke hochbauen? Noch einmal. Soll ich jetzt mal die Dschungelbäume abgeholzt? Jetzt mal hier die Dschungelbäume oder Dschungelholz rein. Die Akazie kann auch mal weg. Ich bin immer so schräg. Ja, das will ich nicht mehr. Ich nicht mehr ran. Ich will nochmal hochbauen. Die wichtigen Setzlinge muss ich jetzt hier aufsammeln. Da liegen schon mal zwei rum. Könnte ich erstmal nämlich hier auch, nein, nicht die Fackel, sondern das Akazienholz nicht da rein. Jetzt wirkt das hier auch Setzlinge. Das sind ja meine einzigen Setzlinge, die ich jetzt schon habe. Drei Stück immerhin. Schwarzeichenholzblöcke oder die sind einfach ziemlich massiv. Muss ich mir jetzt mal kurz nochmal ein Brot zulegen oder ich kann mir auch Steak zulegen. Guck mal, ob die Kühe sind gewachsen. Das heißt, könnt ihr schon wieder abtöten und nachzüchten. Immer so durchspringen. Und jetzt neben der Erfahrung kann ich jetzt auch wieder mit dem Weizen, dass ich einen deutlichen Überfluss habe. Die Kühe einfach nachzüchten. Kann man die jetzt unendlich auch nachzüchten, diese Kühe. Und ich wollte mir eine neue Axt holen. Ich brauche das Handwerk dafür und eine neue Bruchsteinachse. Steinwerkzeuge sind in dem Fall befriedigend. Wir reichen irgendwie ein, eine neue Steinachse zu legen. Und auch wieder voll machen, die Leiste. Und wieder ein bisschen Erde mitnehmen. Und jetzt hier wieder die paar Setzlinge aufnehmen, die gedroppt wurden. Das war immer noch einer. Bei der Akazie wurde bestimmt auch was fallen gelassen. Und dann wurde nichts fallen gelassen. Wurde nichts fallen gelassen. Da fällt nichts mehr runter. Vielleicht fällt bei den Dschungelsetzlingen noch einer runter. Da sind noch genug Blätter. Dann kann ich erst in der Zwischenzeit nochmal die Schwarzeichen. Jetzt hat diese Axt kaputt. Die sind ja relativ massive Bäume, weil die ja 2x2 sind. Die haben ganz schön viel Holz pro Baum im Gepäck. Man braucht aber auch viele Setzlinge dafür. Man muss ja immer auch 2x2 Formationen die Setzlinge platzieren, damit dieser Baum da wächst. So ein paar 60 herum, bis ich gleich hin. Irgendwie solche Großprojekte muss ich nun langsam beginnen. Und irgendwie diese seit eigentlich 20 Parts herrschende Routine immer mit Bäume abbauen und wieder neu hinpflanzen, dass ich das mal noch nutzen kann, durch dieses viele Holz, das ich dadurch gewonnen habe. Vielleicht könnte ich daraus auch eine Pyramide bauen, also eine zweite Pyramide, die eigentlich noch höher ist als die Pyramide aus Sandstein. Ich kann hier ja nicht weiterbauen, da ich halt keinen Sandstein mehr habe. Keinen Sand mehr. Ich muss mir dann erstmal neuen Sand holen.
Teil ist jetzt in Holz rum. Die Setzlinge liegen ja auch schon wieder übrig rum. Wenn die Setzlinge wegpacken, jetzt kann ich nämlich auch hier Holz aufsammeln. Inventar wurde voll. Ein Apfel auch nehmen. Dann noch ein Setzling. Es wird in die Nacht. Ach, 9 habe ich wieder schon. Kann ich auch wieder 2 Bäume pflanzen. Da liegen da noch sonst wo irgendwie noch Setzlinge hier beim Dschungelding. Da liegt ja noch ein Setzling. Und da war noch Holz. Nein, das sind andere Setzlinge. Ich muss jetzt mal hier die Dschungelsetzlinge hinsetzen. Lassen wir noch eine Fackel hin. Vier Stück hatte ich jetzt noch. Mit Schwarzang habe ich jetzt auch jetzt 2 erneuert. Die sind aufzufallen hier. Nummer 2. Noch einer. Dann kriegt er jetzt noch ein Setzling raus. Jetzt kann ich nämlich noch einen Baum pflanzen. 3 Bäume. Das ist dann relativ üppig hier mit den Blättern. Ach, noch ein Setzling. Die droppen ganz schön viele Setzlinge, aber die Dschungelsetzlinge muss ich jetzt schon wieder neu anpflanzen. Und es ist wieder Nacht geworden, muss ich jetzt mal zurück. Hier ist eigentlich der Weg, der dann ist relativ hell erleuchtet aus. Schlafen gehen. Und die Pyramide kann man jetzt nicht erkennen. Ist hinter dem Haus versteckt. Aber jetzt kann ich erstmal das Haus auch weiterbauen. Ja, es ist nämlich fertig. Das habe ich ja schon mal auf Birkenholz gebaut. Das ist ja so ein 2 Stockwerke hohes Haus. Aber ich will irgendwie noch woanders ein noch deutlich höheres Haus bauen. Also nein, nicht höheres Haus, sondern eine höhere Pyramide bauen. Wenn ich einmal baut. Mit Glas kann man natürlich das wieder bekommen, indem man mit Quick Touch arbeitet. Touch arbeiten, aber das ist eine Verzauberung. Und hier am besten auch. Die sehen von außen auch gleichmäßig aus. Und hier kommen auch die ganzen Glasscheiben rein. Da hinten sieht man auch die Pyramide. Die ja noch immer nicht fertiggestellt wurde. Oder schon der Teil 52 ist, ist die immer noch nicht fertiggestellt. Das heißt, ich muss mal zusehen, die fertig zu kriegen. Weil das wäre nämlich schön. Und hier kann man auch, oder hier hat man auch den Ausblick auf die Weizenfarm. Ich würde sonst hier eine Art Zweitwohnsitz machen. Damit ich dann immer hier auf die Weizenfarm gucken kann. Aussicht auf die Weizenfarm. Zu haben. Da auf mein Erstwohnsitz, das ist natürlich dieses Haus hier. Und da ist auch irgendwie so ein angefangenes Projekt, aber das hat sich irgendwie jetzt nicht weitergeführt. Ich habe noch 2 Glas, das reicht natürlich noch nicht aus. Jetzt natürlich will man noch mehr Glas holen. Oder mehr Sand brauche ich einfach, um bin hier Glas herzustellen, da fehlt noch ein bisschen was. Und jetzt werden natürlich noch die Birkenblöcke, die hier zerfallen sind, Weizenfarm ist ja noch nicht fertig, ich kann die also noch nicht abernten lassen. Aber das Weizen, was ich ja habe, reicht natürlich locker aus. Also ich habe hier 56 im Inventar.
Hier kommt dann noch ein Holz rein. Nein, braucht 30 Birkenholz. Die können nach unten. Ja, hier noch Erde. Die Erde brauche ich nämlich nicht. Hier ist schon wieder Erde, Erde. Jede Menge Erde und Stein, was ich da reinpacken kann. Erde und Stein, Samen, die packe ich mal unten in die Getreidefarm. Hier kann ich die ganzen Samen alle platzieren. Ist auch schon auch eine Menge Getreide hier drinne. Das heißt, die Samen ist mal verstaut. Habe ich hier nochmal 5 rohes Rindfleisch. Dann habe ich hier nochmal 13, das sind 18. Aber 18 ist erst eine ungültige Zahl, weil, oder ungünstige Zahl, weil nämlich 16 ist nämlich dann nämlich ein komplettes. Was wollte ich jetzt noch machen? Ah, ich kann nochmal kurz Inventar ein bisschen aufräumen. So viel Holz brauche ich auch gerade im Moment nicht. Wie gesagt, hier in Holzarten, das Buch brauche ich auch erst nicht. Das Leder, was ich habe, 6 Stück immerhin wieder, packe ich auch erstmal weg. Die Karotte, die kann ich zum Beispiel hier wegpacken. Da habe ich einige Truhen. 3 Eisenbahnen, 2 Strings brauche ich nicht, die Augen brauche ich nicht, die Schwarzpulver brauche ich nicht. Diese Schleimbälle sind übrigens alle hier oben. Ja, fast. Im Teil 20 kam der erste Slime am Ende. Könnt gerne reingucken, da ist der erste Slime gewesen. Und was habe ich hier noch? Birkenholz, Butter, Steak. Dieses rohe Rindfleisch. Um 20 sogar. Das ist schon ein bisschen günstiger, weil dann nämlich kann ich dies erstmal braten. Die 20 Stück. Hier habe ich auch wieder fast 2 Stacks Melonen. Aber was ich noch wegpacken kann, ist zum Beispiel Pfeile brauche ich gerade nicht. Die Flint brauche ich gerade nicht. Was brauche ich denn sonst noch nicht? Die Kürbisse brauche ich gerade nicht. Aber ich kann ja noch die Kürbisse abernten. Ich glaube, ich bin schon deutlich weiter vorangekommen. Hier am Lavasee vorbei. Da wuchs gerade wieder ein Kürbis. Kann man hier immer wunderbar abernten. Mit der Axt. Ich glaube, ich platziere auch mal hier eine Truhe. Das mache ich mal hier. Und das hier ist einfach schlicht und schlichtweg Nahrung. Melonen, die heilen ja zwar immer nur einen Hungerpunkt, aber die kriegt man ja reichlich. 50, 54 könnte ich dementsprechend schon 60 und ist ja schon über ein 64 Stack voll. Und jetzt habe ich jetzt mal einen Melon. Jetzt packe ich da nochmal eine Truhe rein, wo ich die Kürbisse und Melon ablagern kann. Dann ich nämlich die Kürbisse von die Melon und die Melon, die ich hier rausnehme. Dann könnte ich auch die Kürbisse hier rausnehmen. Und jetzt muss ich erstmal mal eine neue Truhe herstellen. Aber erstmal dieses kann man natürlich aus 2 verschiedenen Holzarten machen. Mache ich natürlich erstmal wieso die 2. Truhe kann ich ja auch so erstellen, einfach. Holzart ist egal. Damit ich erstmal die Melonen und Kürbisse lagern kann. Und das ist natürlich immer gut, um den Lavasee zu laufen. Ich pack mal hier die Truhe hin, da kommen die ganzen Melonen rein und hier eine Truhe, da kommen die ganzen Kürbisse rein. Und da bin ich ja schon bei knapp 20 Minuten angekommen. Ich werde sonst vielleicht nochmal gucken, ob ich noch unten nochmal ein bisschen ob ich noch Diamanten brauche ich ja nämlich noch. Und dann habe ich ja hier einfach eine einfache Schaltung gemacht. Dann die einfach so nach unten
schneller kommen jetzt durch diese Strecke. Zack, und schon bin ich unten. Wo könnte ich jetzt hier weiter graben? Ich glaube mal hier in die Richtung weiter. Ich bin schon mal 20 Minuten, aber ich werde den Part auch ein bisschen länger machen. Und jetzt nach diesem Part fehlen in letzter Zeit auch ein bisschen wieder Gutes zu machen. Fackeln brauchen natürlich auch noch welche. Und jetzt immerhin noch 24 erstellen. Erde. Wäre mal schön, wenn wir hier noch ein paar mehr Diamanten finden würde. Hier sind nämlich die Erdeinstellungen ja nicht auf maximal, weil die Welt ja noch aus der Version 1.7 stammt. Da ist schon mal ein Redstone-Vorkommen. Ich glaube, nach theoretisch 8 Redstone-Vorkommen dürfte man einen Diamant-Vorkommen kommen. Redstone. Ich habe natürlich noch eine weitere Steinspitzhacke. Also ich mache die generell lieber mit Steinspitzhacken, um möglichst wenig Rohstoff zu verbrauchen. Weil Steinspitzhacken, die sind ja beide Rohstoffe, sind ja unendlich verfügbar. Man kann ja Steine einfach durch eine Farm immer reproduzieren, indem man einfach Wasser und Lava aufeinander laufen lässt, dann entsteht ja immer Stein. Dann entsteht ja immer Cobblestone oder normaler Stone. Je nachdem wie Wasser und wie sich die verhalten, die beiden Flüssigkeiten. Und noch mehr Redstone. Und für Wasser. Wieder ein Redstone vorkommen. Dann hört ein Redstone hier. Oh, hier ist Wasser vorkommen. Aber ich bin ja mit einer vollen Eisenrüstung ausgestattet. Hier ist wieder Lava, hier ist eine große Höhle. Lapis Lazuli. Da oben ist Gold, da ist ein Zombie. Mal hier kurz ausleuchten. Das Wasser irgendwie entfernen. Zack. Also das Wasser entfernen. Und das Gold da oben abbauen. Dann komme ich da noch nicht ran. Da ist das Gold. Kommt natürlich noch was näher. Jetzt, wenn ich die Erde gebaut habe, mache ich schon mal noch mehr Erde hin. Geht noch weiter das Gold. Noch ein bisschen mehr Gold. Ah, komm ich so nicht ran. Ich versuche das mal so zu machen. Ja, so kriegt man das hin. Könnte vielleicht das Spark of Phoenix ein Fakt sogar sein. Ich mal endlich mal in seine Videos mal reinkommen. Das wäre nämlich eigentlich ganz gut. Das würde meinen Kanal ganz gut tun, wenn ich. Ich habe ganz schön viel Lava hier. Also ich eben Level 35 erreicht, also ich bin schon ganz schön hoch gelevelt worden. Ich habe schon viele Levels erreicht. Es wird natürlich immer schwerer von Level zu Level zu kommen. Noch mehr Skelett. Nett. Hab mich glaube ich auch in den Bogen gedroppt.
Hier geht die Höhle weiter. Und hier ist es wiederum da. Da ist der Lavasee. Da war noch ein bisschen der Golf. Ich muss das hier ein bisschen frei machen. Da ist noch ein bisschen mehr Eisen. Mir gehen schon wieder die Fackeln aus. Können wir ein paar mehr machen. Ein Skelett. Klingt aber irgendwie wie ein Slime, habe ich mitbekommen. Habe ich schon mal praktisch Frage auf Phoenix, hat ein Daumen nach oben und 6 Daumen nach unten. Also irgendwie was. Das stimmt damit nicht. Also 6 Daumen nach unten, das kann irgendwie nicht normal sein. Kohleabbau. Die Arbeiten geht nur ganz bisschen voran. Also hier bei dem Level ist, oder bei diesem Let's Play ist ja nichts mit erhöhten Erzen drin. Habe ich keine erhöhten Erze drin, also da ist kein Erz mit erhöhten Vorkommen. Was ich am liebsten noch maximal einstellen würde, wäre ja Eisen, Gold und Diamanten. Kohle würde ich natürlich machen, dass die nur oben drüber, über diesen Vorkommen, vorkommen kann. Eigentlich, dass ich jetzt sozusagen die Diamantbarriere durchbrechen muss. Aber dieser Part soll eine halbe Stunde lang werden. Muss ich denn eigentlich ja schon bei solche auf. Vielleicht kann er euch auch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde lang werden. Eisen abbauen hier. Hier nochmal eine Fackel oben drauf, mit dem nichts spawnen. Die soll nichts spawnen. Noch ein bisschen mehr Eisen. War dann nochmal das Gold, das ist hier. Das Gold. Ein Gold. Und jetzt gehe ich jetzt mal zurück. Wo war ich denn gewesen? Ich ging ja irgendwie hier weiter. Hier hätte ich den Wasservorkommen und da. Das Wasservorkommen baue ich ein bisschen zu. Und jetzt bin ich jetzt mal. Kann ich mit einem Steak essen. Und den Part werde ich gleich beenden. Da ist wieder der Hund, der ist ja wieder bellt. Ich jetzt erstmal fahre ich wieder hoch. Da ist wieder der Hund, der ist wieder bellt. Und es ist Nacht. Oh, hier ist tiefste Nacht. Tiefste Nacht. Vielleicht brauche ich sogar Slime. Wirklich kann ich das hier halten. 29 Minuten. Hier spawnt mal. Hier spawnt mal Slime. Aber so sieht die Welt bei Nacht aus. Ich will erstmal den Part auf genau 3,5 Stunden bringen. Dementsprechend würde ich jetzt noch. Habe ich jetzt noch eine halbe Minute Zeit, was zu machen. Hier sieht man ja auch die. Also die Position, wo ich gestartet bin bei Part 1, war ja so diese hier. Jetzt ist ein weiteres Haus entstanden. Das könnte dann vielleicht hier noch in der Richtung eine Pyramide entstehen, aus dem Holz, das ich hier die ganze Zeit farme. Und damit hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, einen teilen, also damit ich bekannter werde, ein paar mehr Aufrufe, dann kommentieren, aber auch gerne ein Abonnieren. Und dann werde ich euch jetzt verabschieden. Bis dann und ciao.